fallen. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal zurücklaufen. Und hier gibt es jetzt noch so ein... Ja, Rennen würde ich jetzt nicht sagen, aber so geschicklichkeitsmäßig umfahren, genau. Umrennen-Spielchen. Ich würde mal sagen, dann holen wir uns gleich die Tauchenfähigkeit. Und dann gehen wir nochmal hier zurück in das Level, weil dann können wir das nämlich direkt fertig machen. So, hier runter würde ich gehen. So, ich hole jetzt aber hier erstmal alle Edelsteine außenrum. Witzig. Auf jeden Fall sind hier so Tänzerinnen, die man gleich hier so in die Mitte machen muss, aber das erzählt euch, glaube ich, der Fuzzi in der Mitte selbst. So. Ist hier noch irgendwas? Tu sie hier in der Mitte. Oh, super, dich zu sehen, Spyro. Da jetzt der Supersprint-Powerpunkt aktiv ist, kannst du durch die Säulen flitzen und die tanzenden Hula-Mädchen zu meiner Rettung herschicken. Supersprint-Powerpunkt benutzen. Durch die Steinsäulen flitzen. Schwierigkeit 3 Sterne. Da hatte ich früher echt Probleme mit. Hast du mir eine? Uga, Uga! Uga, Uga! Uga, Uga, Uga! Uga, Uga! Uga, Uga! Uga, Uga! Ich nehme kein Schirmchen, Uga, ne? Uga, Uga! Uga, Uga! Ist gut. So. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier durchrennen, dann rennen wir richtig. Und da haben wir schon die erste verpasst. Yay! Okay. Schmeiß ihn mal bitte wieder zurück. Dankeschön. Und jetzt nochmal. Schon wieder vorbei. 4 von 6. Man muss es auf jeden Fall auf einmal schaffen. Nein! Ja, mein Controller ist fast leer, ich weiß. Komm, mach die eine auch noch. Ja, ich hab die Kurve zu eng genommen. Schmeiß zurück. Wie die einfach so voll fliegen, so. Nein! Ah, ich wollte schon sagen, das sieht gut aus, aber es war dann doch scheiße. Jetzt aber genau. Sieh dir das an. Der Regentanz der Hula-Mädchen hat den Götzen wie eine Kerze ausgepustet. Nun kann ich Tänzerin werden, wie ich es mir erträumt habe. Nimm diese Kugel. Sie könnte dir helfen, weiterzukommen. Vielen Dank, Hula-Mädchen. Sagst du noch was? Okay, dann hätten wir hier jetzt schon so weit, also so viel wir holen können. Dann holen wir uns jetzt noch die Tauchenfähigkeiten, dann geht's weiter. Ja, hau dir gegen den Kopf.
voll angekokelt. Boah, schon 50 Minuten aufgenommen, ey. Alter. Ah, die Zeit geht so schnell rum. So, ab zu Mr. Geldsack. Wo bist du? Da bist du. Hey, Spyro. Möchtest du unter Wasser schwimmen können? Ich könnte es dir für ein, kleines Entgelt beibringen. Ja. 500 Edelsteine zahlen, um unter Wasser schwimmen zu lernen. Ja, bitte. Toll. Okay. Wenn du ins Wasser springst, kannst du dich mit den Richtungstasten an der Oberfläche bewegen. Mit der Quadrattaste tauchst du unter. Wenn du unter Wasser bist, drück X zum Paddeln und die Quadrattaste zum Angreifen. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich immer gewundert habe, weil viele Leute sagen, anstatt X auf dem Gamepad Kreuz. Und jetzt weiß ich, woher ich das hab, dass das X heißt. Ich bin ja nicht von diesem Spiel hier. Und ich gehe mal auch davon aus, dass das so richtig ist. Weil Kreuz hört sich voll scheiße. Drück mal Kreuz! X ist viel besser. So. War das hier? Ich glaube schon. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder in Götzenkack zurück und dann gehen wir nochmal zurück und dann, ja, das passt schon alles, was ich hier vorhabe. 12 Edelsteine. Auf jeden Fall möchte ich erstmal dieses Level hier fertig kriegen. Also beenden vollständig. Spike. Ja. Wir tauchen jetzt erstmal ab. Ich war auch irgendwo mal. Ich habe das ja schon öfter mal gespielt, das Spiel. So öfter mal durch. Und mir hat ein Edelstein gefehlt. Einer. Und der lag hier irgendwo behindert, dumm auf dem Boden, lag der hier rum. Und ich habe nicht gesehen, wo ich hier 5000 Mal vorbeigefahren. Gefahren vor allem. So, ist das jetzt gut hier? Schätze mal. So, dann kommen wir jetzt gleich zum ersten Denkspiel. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt gleich nicht allzu blöd an. Ach, wir haben jetzt alle Edelsteine. Sehr gut, man muss da gar nicht mehr drauf aufpassen. Ich bin hier mit unserem ganzen Werkzeug eingeschlossen. Und die riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter erst rein, wenn wir die drei Aufgaben lösen, die sie uns gestellt haben. Die erste Aufgabe ist, diese Blöcke gelb zu machen. Wenn du Probleme hast, komm und sprich mit mir. Drei Aufgaben der Riesengötzen lösen. Erste Aufgabe ist, alle Blöcke gelb zu machen. Vorarbeiter Karl um Hilfe bitten. 3 von 5 Sternen. Und zwar, wenn wir hier auf einen Block draufspringen, dann färbt sich der Block, auf den wir draufspringen, in die andere Farbe und die Blöcke links und rechts von uns, beziehungsweise also die nächsten Blöcke, die an uns dran sind, färben sich dann auch nochmal in die andere Farbe. Ich demonstriere das mal. Blapp. Jetzt habt ihr gesehen, die äußeren beiden sind gelb geworden, der innere ist grau geworden. Jetzt müssen wir das halt hier irgendwie vernünftig hinkriegen. Yay! Wir haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Ich bin da damit einfach nur blöd drauf rumgehopst. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch tun. Hier, wir haben schon, glaube ich. Yay! Wow, Spyro! Du hast es geschafft! Ich meine, ich wusste, dass du es kannst. Komm jetzt zum Teich, zum nächsten Test. Das nächste hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt sind die Grünen, was lustig ist. Ja, der Teich ist das, wo wir angefangen haben. Yay.
nach unten. Und dann direkt hier links. Da. Dieser Götze sagt, dass er Hunger hat und nicht eher Ruhe gibt, bis er 10 Fische gefressen hat. Er hat einen empfindlichen Magen. Pass auf, was für Fische du ihm gibst. Fische abfangen, um Götzen zu füttern. Der Götze ist wählerisch. 3 von 5 Sternen. Ich glaube, der mag nur gelbe und rote Fische. Die blauen mag er, glaube ich, nicht. Dann kotzt er alles wieder auf. Ja. Oder mag er die roten nicht? Mal einen roten gleich ausprobieren, ob er den wieder auskotzt. Ja, okay, der rote ist es. Ich bin so dumm. Der war viel zu spät. Den roten möchte ich nicht. Sparks nervt auch ein bisschen. Nein! Es kann noch sich nur um Stunden handeln. Und nur noch rote, der war zu schnell. Schön hochgesprungen. Einfach mal viel zu spät. Ach, Mann. Einer noch. Jetzt baller ich den bestimmten Roten rein. Oder gar keinen. Nee, kommt doch kein Roten. Ich hab Schiss. Den. Den. Ha, leck mich doch. Den jetzt aber. Dankeschön. Okay, Spyro. Nur noch eine Aufgabe. Ich warte auf dich bei den bunten Steinen für deinen letzten Test. Für deinen letzten Test. Ich sollte denen eigentlich helfen, aber na gut. Komm, mach auf. Ich glaube, jetzt kommt das erstmal noch durch so einen grünen Weg durch und dann kommt das, glaube ich. Wo bleibst du? Dankeschön.